Servus Freunde, ich bin's der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass du am Start bist und wir sind angekommen, Ladies and Gentlemen, bei einer SBC, die ist unglaublich krank. Ihr seht es im Hintergrund, Leute. Gareth Bale hat eine 98er Karte bekommen. Man denkt sich so, Moin Meister. 98 ist einfach das zweithöchste Rating im Spiel. 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne Skills. Jetzt schaut euch mal kurz die Stats an. Es ist Definition von Overpowered, wie er in-game ist, werden wir gleich sehen. Und das Ganze machen wir nicht alleine, sondern gegen unseren Kompagnon. Benjamin, wie geht's dir? Hallöchen, meine Freunde. Ich habe die SBC nicht. Ich habe die UEFA Champions League Road to the Final Card, die 95er, die Stürmerkarte. Ich hätte die SBC aber eigentlich auch sehr, sehr gerne. Aber 800k, Digga, ja, ist halt schon eine Ansage, ne? Das ist schweineteuer. Ich habe auch extra ein Real Madrid Trikot angezogen. Ich finde, Leute, Gareth Bale hat sehr, sehr viel Respekt erstmal verdient. Gell, Benji, das ist so ein bisschen in den letzten Jahren so verloren gegangen, weil er halt immer so als Golf. Er ist trotzdem ein grandioser Fußballer gewesen. Weiß nicht, ob immer noch, aber es hat halt leider eine schlechte Karrierewendung, sage ich mal, hingenommen, so mehr oder weniger bei Real. Eigentlich schade, wäre bestimmt geil, wenn er nochmal irgendwo in die Premier League oder so gewechselt wäre, aber sonst. Safe. Denn kriegt seine Kohle, Digga, der macht, was er machen muss und das reicht dann auch für ihn. Der chillt dann halt so. Und Leute, schreibt mir in die Kommentare, Baby mit Prime-Icon, was Bale irgendwann bekommen wird, weil ich glaube, der wird safe eine Icon kriegen. Und Bro, ich glaube nicht. Was? Schreibt's mal in die Kommentare, ich glaube nicht. Ich glaube, dafür reicht's nicht. Du bekommst so einen Tiefschlag, wenn wir uns sehen. Ja, schreibt in den Kommentaren. Und nicht vergessen, Daumen da lassen. 6666, das Ziel. Nein, bei Benji komm, vorbeigucken. Die hat 800k gekostet. 8888. Nee, rein, machen wir 80.000. Pusht euch mal. Machen wir 80.000, der hat die SBC gemacht, Digga. Und ihr macht die alle nicht. Und ihr guckt jetzt, wie gut der ist. Also, yalla. Weißt du, wo wir immer unter den Tisch geguckt haben? So, was? 80.000 Likes? Niemals. Leute, auf jeden Fall supporten und in der Videobeschreibung ist der Link von Benji. Dann nehmen wir auch was auf und ja, Bro, würdest du sagen, bist du bereit für die Tafel? Ich bin sowas von bereit für dich reinzuhalten. Cousin. By the way, Leute, Hintergrund noch schön, ein bisschen so abgedulden. Wir haben Ferran Torres, Superspieler erstmal im Sturm. Ich bin gespannt, wie viel Spielzeit er bekommt dieses Jahr, weil Barca kauft ja ordentlich ein, wenn Levi kommt. Und linker Stürmer, Ansu Fati. Und sag bitte nicht, dass du Ansu Fati Ansu Mutti hast. Milito hier und Oyarzabal. Oh, grazie per favore. Kannst du behalten, mein Junge, kannst du behalten. Schade. Dachte, du gehst Hero, um den Strongling für Bale direkt mitzunehmen, weißt du, so cheeky. Cheeky. Ja. Aber vielleicht hast du ja eine Hero-Karte, Bro. Ich habe keine Hero-Karte, aber es ist trotzdem gefährlich, was ich gebaut habe. Sehr, sehr gefährlich. Im linken Sturm. Joao Felix und auf der 10, ich würde ihn gerne spielen, ich kann es mir auch vorstellen, dass du ihn hast, einfach Luka Modric, der Kroate, Pichko Mate. Ah, Pichka di Materina. Ich habe Morientes und ich habe Luis Suarez, du Kleiner. Wichtig so, und richtig. Oh, geil. Hab die Ehre. Gutes Team, ja, geiler Angriff, ich freue mich, auch wenn ich das Spiel hasse und in-game wieder ausrasten werde, weil ich wie jedes Mal verlieren werde, Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Ja, Digga, Apus auf Druck am Start, 45 plus Rückumfang und Benji. Ja, heute drei. Schon 46er Brustrückumfang. Hast du schon? Ja, wieder gewachsen. Ja, heute ein paar Liegestütze gemacht. Wunderbar. Ja. Leute, wir gehen jetzt zu den drei Mittelfeldspielern. Benjamin, zieh dich mal an. Jetzt wird dir dein kleiner Schlängel. Ich bin warm angezogen. Der wird rasiert. Achso. Achso. Jo. Achso. Halt du die Tafel gerne rein, komm. Dann zeig mal, was du okay. Ich also halt aus der Tafel. Rein. Ja, ich pass halt auf. Rein. Ich hab mir ein bisschen was dabei gedacht. Erstmal haben wir Lothar Abi Matthäus. Guter Supermann. Optimus Prime. Wurde in die Tasche gegriffen. Dann haben wir rechter ZM, Leute. Es ist ein geschmeidiger Fußballer. Den habe ich als ZOM geholt. Ich muss mal kurz abchecken, wer das nochmal war. Ah, Morientes. Den habe ich ja bei dir aufgeschrieben. Deswegen habe ich wahrscheinlich den selber, ja. Und zu guter Letzt habe ich dann noch Bro Kimmich, linker ZM. Der verstärkt mein Mittelfeld auf ganz wichtiger Basis. Sehr schön. Du hast keinen Kroaten-Abi. Abi. Tone-Abi. Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht von dir, Tone. Wirklich. Ja, vielleicht kommen die hinten raus nochmal. Ich habe De Jong, Modric und Morientes. Nein, du bist eine Woche cool. Ja, Mann. Da kommt da eine Torwartin, eine kleine Puta. Sehr schön. Wichtig Strunz. Wichtig und richtig, meine Freunde. Willst du echt den Torwart aktivieren oder willst du noch ein bisschen warten auf ihren Robert? Nein, der Torwart kommt rein. Ja, Digga. La 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 la. Zieh den Benji die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus. Komm, du dann zeig dir mal, was ich hab, gell? Ja, zeig mal, Schwäsch. Ich hab auch ein bisschen tief in die Tasche gegriffen, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich auch nicht von mir gedacht, aber ich dachte so, ja komm, bei dem Buch kann ich das mal machen. Jo. Im Mittelfeld gehe ich mit Prime Icon Moments Patrick Vieira. Oh. Linkes ZM gehe ich mit
Camavinga und rechte ZM gehe ich mit, oh, den habe ich aussehen gerade verkauft. Ich habe vergessen, dass ich den nochmal brauche. Aurelien Tchouaméni. Oh, das heißt, die kannst du direkt auch weglegen, weil ich habe auf der Tafel Bruno Fernandes, El Shaarawy und Spinazzola. Ja. Das alles drei Weißen. Ich wollte sagen, also ja, ich bitte sie her. Tode, Tode, Bako und Hammer, wunderbar, kaufen wir mal den Frechfratz. Den Frechfratz. Dann steht es 1-0 für Benjamin Franklin. Das ist nicht so geil, aber Außenverteidiger kann ich. Leute, next round, we're in end. We're going to... Ja, da sind ich jetzt, Bro. Ich du hältst rein, rein als erstes, ja. Richtig, komm, zeig mal. Bruno, du weißt, in den ganzen letzten, als wir zusammen gespielt haben, war es halt immer gefehlt, ein Außenverteidiger. Und das wird deswegen heute nicht passieren. Ich bin so eine sichere Nummer gegangen. Das, manchen wäre das peinlich, ich bin da stolz drauf. Er ist Franzose, Rechtsverteidiger und heißt Chentonce. Ist ein Inform, 81, ja. Aber dafür kann ich ihn behalten. Gehe ich jetzt einfach mal. Also wenn du ihn hast, dann gibt es einen glatten Kopfschluss. Und links, Mondi. Nein, ich schwöre, Digga. Schau mal, ich habe Carvajal und Gilbert. Und Gilbert ist einfach so ein Freestyle-Inform. Deswegen, ich wusste, dass du dich bedeckst hättest. Also, mir war schon klar, dass du nicht die offensichtlich nimmst. Es ist passiert. Es ist passiert. Es gibt Wunder, die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist scheiße, aber ich halte dich rein. Mal gucken, ob du Eier hast. Der Gareth Bale wird auch so dann Tentonze weglaufen, müsst ihr sehen. Der Gareth. Na, mal gucken. Ja, so ist es. Ich halt rein. Also, Rechtsverteidiger haben wir Valverde. Shapeshifter, sehr, sehr klasse Karte. Die kostet übrigens eine Million Münzen fast. Das ist crazy. Sieht brutal aus. Ey, was hast du? Ist kein Kroate, ne? Das weißt du. Ja. Nee, ist kein Kroate. Scheiße. Und links gehe ich mit Raum. Um Zeitkontinuum. Bitte, hast du den Film geguckt, Interstellar? Ja, habe ich. Und es ist dein Lieblingsfilm. Ich weiß. Und der ist super geil. Aber weißt du, was mein Lieblingsfilm ist? Auch wirklich interessant. Mein Lieblingsfilm ist Cristiano Ronaldo zum FC Bayern München. Der kommt bald. Davies und Aurier. Ja, Mann. Beide haben die Außenverteidiger. Scheiße Ameise. Leck mir die Speise. Berge von der Gruppe. Du, du kleiner Go. Und natürlich nenne ich dich dann... Oh, gehen wir rein in die Verteidigung oder wie oder wo, Pingampo Mexiko? Ja, zwei Innenverteidiger, Torwart. Ich werde jetzt den Torwart schnappen und dann sehen wir uns im Gameplay. Du, Benjamin, bist du bereit für die nächste Runde? Ich bin sowas von ready. Wirklich. Ich freue mich, in dem Team zu spielen, weil es ein volles Team ist. Ich leihe nicht weit aus dem Fenster. Es wird ein volles Team sein, Tone. What? Kannst du mir du mal hast verraten? Nix. Nee, wobei, mach du erstmal die Tafel, dann komm, wir fangen so okay. an. Okay. Okay. Pass auf. Innenverteidigung. Das könntest du jetzt ganz theoretisch haben, aber Cousin, ich glaube nicht. Wir haben nämlich Gomez, diese Flashback-Karte. Dann haben wir Van Dijk, Team of the Season. Und im Tor gehen wir mit Herrn Alisson Becker. Das ist sehr Liverpool-lastig, aber das ist sehr cool in der dritten Liga. Aber das sieht gut aus. Ich habe meinen Joker schon benutzt, ne? Sag nicht, du hast safe nichts, Bro. Niemals. Ich habe meinen Joker schon benutzt, leider, ne? Du hast noch gesagt, ich soll's nicht machen. Der hat nichts, der hat nichts. Der hat Freestyle. Mann, Tabak. Ich habe aufgeschrieben. Ja. Im Tor, Maignan. Weißt du, welche Liga das ist? Es ist Serie A, ja. Und dazu habe ich Arnautovic und Mario Gomez. Oh, ich wusste, du bist eine Freestyle-Einkleiner. Okay, let's fucking go. Jetzt wird Benji rasiert. Aber von ganz gewaltigen Sternen. Linker Innenverteidiger. Hast du Bundesliga, hast du Serie A, was hast du? Shifter Tierney. Daneben ein Stronglink. Put Captain Hero Cooper. Und im Tor spiele ich... Hero Dudek. Ja, du hast mit Shapeshifter angefangen. Ich dachte mir, das ist es. Ich habe nämlich Shapeshifter Can und Mukiele. Das heißt, das ist wirklich die, also die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr hoch eigentlich. Also dann habe ich den Trappi im Tor und das war's. Du hast ein volles, Jungs, dass Benji gegen mich ein volles Team jetzt mal hat. Das ist Jahrzehnte her gefühlt. Gegen zwei Bronze. Ein Bronze, oder? So, ich dachte, du hast im Tor Mario, in der Innenverteidigung Mario Gomez. Na, ach so. Nein, ich habe den Gomez, den Joe Gomez. Ich hab mich voll gefreut. Das war's ja komplett. Nein. Scheiße. Deswegen Van Dijk und Digga, ich dachte, ich hab ihn. Nein. Okay, ein Bronze gegen kein Bronze. Das heißt, es gibt viel durchs Garten. Wir sehen uns gleich im Gameplay. Okay. Und Benji, wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns gleich. Okay. Benji, wir gehen rein. An zu Fatih, an zu Mutti. Und Gerete Bale. Oh, ich bin gespannt, wie der Spiel jetzt kommt. Ich hab schon Angst. Oh, das erste Mal Luka Modric. Der Kroate wird dich so auseinandernehmen. Nein, Luka Modric. Der wird dich so auseinandernehmen. Was? Was? Nein, nein. Luka Modric, ihr Pemti, Alter. Pichko, ich liebe dich, Alter. Hrvatska forever. Digga, das war ein Außerirdischer, Bro. Von einer ganz anderen Liga, Digga. Ganz andere Ligen. Muss auch Geräte Bale testen. Am besten aus der Entfernung, was Digga, ist los? Was hast du für Bumsschüsse drauf?
Ich bin gerade ready, Digga. Ich habe heute schon auf die Fresse gekriegt. Nochmal passiert es nicht. Ja, glaubst du? So ein super Team gebaut, wirklich. Och Mann, ich bin so wirklich im schlechtesten Timing der Welt damit. Ja, Mann, Geräte bei Ihnen. Erster Abschluss, erstes Tor. Ich musste sofort aufhören mit Abseitsfallen. Wirklich. Ja, ich mach's immer falsch. Das war einfach so ein Eigentor oder so. Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Camerwinge. Hey, das ist Referee. Direkt Nuna. Schicken direkt Nuna. Digga, der hat wirklich Salami auf den Augen oder so. Oder Chewabe, ich weiß auch nicht. Oh, oh, geh weg. Nein, ich hab Geräte Bell gesucht. Ich komm mal runter. Oh, Bale, Alter, komm runter, Peter. Was ist denn passiert da? Eieieiei. Wir sehen raus an Anton und lange Ecke. Tor! Oh. Ja, was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Wer war das? Simon Bratz. Das war Luka Modric. Was bei mir da vorne? Außenriss kann er nämlich. Die kann er ja wirklich voll gut. Ich hab noch nie jemanden mit Modric Außenriss. Bist du Gerrit? Hole in one, scheiße. Warum so viel Power? Was hat denn für eine Schusskraft? Ja, ich hab nur kurz geschossen, aber ich hab rot getroffen. Abseitsfalle. Ja. Hast du. Bist doch da! Du bist doch da! Oh, ja, Mann, das war schon. Ich dachte, das war kein Tor mehr. Das war ein Tor. Es war. Hätte auch verhindert werden können, hätten die Männer mal agiert. Aber die CPU ist ja wieder zu blöd, um zu agieren. Number 9. Most Muscular. Ich bin da, Digga. Ich bin so da. Ich hab mal Longshot. Hey, ich schick ihn runter, Lodi. Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, ich hab gar nicht. Das ist fast Halbzeit und der will mich noch verletzen in der Halbzeit. Ey, Peter, Gelb ist ja wohl das Mindeste. Runter. Hey, hörst mich auf deine Anleitung, kommst runter jetzt. Es gibt gleich eine Schlägerei nach dem Spiel. Guck. Oh nein. Und der gibt noch einen hinten. Nein. Verpiss dich. Verpiss dich, Gerrit. Ich krieg keinen anvisiert, ne? Guck mal, ich kriege keinen von den Innenverteidigern anvisiert. Es geht nicht! Nein, du was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Alter, Jungs, Mann, meine Stimme war höher. Digga, ich drück da, was ich will, ne? Und ich kriege keinen von den Innenverteidigern anvisiert. Das kannst du doch keinem erzählen. Ja, lieber. Okay. Och, das war ein Doppel-X-Pass, Bruder. Wirklich, ich hab den Glauben an das Spiel verloren. Ich hab den Glauben verloren. Da muss man zum Arzt, Frenkel. Muss echt, doch. Oh, Abseitsfalle! Selbstschuld. Einfach Selbstschuld. Ich weiß nicht, das ist wie bei dir mit Time Finish, Digga. Ich hab's einfach drin und krieg's nicht raus. Ja. Es geht einfach nicht. So schlimm, das ist so unnötig. Da müssen wir aber echt zum Doc deswegen mal. Einfach mal uns behandeln lassen. Oh. Da geht einfach. Ich hab sogar gerade bei dem Spin R1 gedrückt. Und das ist ja, wenn man den Trick macht mit R1, dann kommt ja eigentlich ein Bolassi-Flick. Dachte ich. Mhm. Aber anscheinend ist R1. Guck mal, Digga. Das hat doch noch kein Mensch auf diesem Planeten gesehen, wie man so schlecht verteidigt, oder? Ich hab's ja nicht gemacht, aber die sind von selbst gerannt. Ich kann's nicht verstehen. Wirklich. Die haben sich gegenseitig gerade umgerannt. Dieses Spiel, wirklich, FIFA 22, ist das schlechteste FIFA der letzten 10 Jahre mit Abstand. Ich kann nur sagen, das ist echt, jetzt hinten raus war es ein bisschen viel, aber erste Halbzeit hast du sogar mehr Torchancen gehabt. Deswegen, Leute, 3 Discards, wir gehen rüber. Benji, I'm sorry, man. Ja, sag, wenn du ready bist. Ich bin ready. du kannst mich jetzt richtig in den... Du hast 3 Picks. Okay, machen wir auf jeden Fall. Also. Ich muss mal den Vaseline rausholen, Chat. Für Benji. Hey, Freunde, Mann, an dieser Stelle, ich will keine schlechten Vibes verbreiten. Ich bin auch gut gelaunt. Aber Gameplay werde ich einfach immer zum Höllenmenschen. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Dieses Spiel wirklich, es frisst mich auf. Welche Format? Du hast 4-3-1-2, gell? Ja. Und in letzter Zeit habe ich eigentlich ganz gut getroffen, glaube ich. Was könnten wir nehmen? Wir haben 3 Picks sogar. 4-3-1-2. Ich nehme den linken Verteidiger, den rechten Verteidiger und den linken Innenverteidiger. Ich habe überlegt, 3 ZMs zu nehmen. Sag mir gleich Feedback, was da war. 3 ZMs wären gewesen Camavinga, Tchouaméni und Patrick Vieira. Was? Du hast stehen gelassen? Nicht ganz, aber irgendwie die im Mittelfeld schon, merke ich gerade, ja. Aber du hast getroffen Shapeshifter Tierney, okay. Dann Innenverteidiger Cooper, die waren irgendwie auch dort, und Luka Modric. Oh, Brate moje, tisi boy. Benji, oh nie, boy, Spieler. Versuch mich. Erst nichts für dich, Bro. Deswegen, es ist besser als Luka die 13 M's, deswegen bin ich eigentlich happy. Es ist aber diese krasse Modus, also die Tots-Karte, oder was hast du da? Ja, Tots-Karte. 300k ist sie noch wert. Ja. Ja,
Ich bin gerade, also es tut trotzdem weh, weil wisst ihr, ich bin immer eng gebunden mit den Coins so. Aber ich habe auch heute schon, Freunde, 2 Aufnahmen hinter mir, deswegen kann man mich nicht noch mehr brechen, als ich heute schon gebrochen bin, Freunde. Das sage ich euch mal so, wie es ist. Wir sind es ja gewohnt, es ist, wie es ist, wie immer. Ganz, ganz normaler Klassiker. Ich mache jetzt die SBC ready und dann können wir sie jetzt auch gleich abschicken. Ich mache noch Gold rein, zack, zack und Abfahrt. Ich bin ready, sag Bescheid, okay. Ich wegschicke. Du kannst den Spiel abstoßen. Leute, lasst auf jeden Fall auf die Folge einen Daumen nach oben da. Ich habe mir jetzt Displays bestellt für den Hintergrund. Die werden dann schön hingepackt und ja, dann wird das alles hier Form annehmen. Schaut bei Benji vorbei. Danke, Bro, für die Aufnahme. Kuss geht wirklich raus. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt stabil, haut's rein und ciao. Lendenbruch.